Willkommen zu dem Shabbat Nugget der Woche. Wir feiern gerade Purim. Purim lesen wir heute Megillat Esther. Warum heißt es Megillat Esther? Die Geschichte von Esther. Es kann auch heißen Megillat der Juden, oder die Geschichte von Mordechai, oder die Geschichte von allen zusammen. Warum Esther? Was ist so besonders? Okay, die Frauen sind immer besonders, aber trotzdem. Gut. Esther, sie war die Heldin. Aber lass uns schauen, was Esther gemacht hat. Vor dem, was sie ging zum König, um ihren gesamten Brüder und Schwestern zu retten, hat sie 3 Tage lang gefastet und gebetet zu Gott. Stellt euch die Frage, warum hat sie es gemacht? Warum hat sie gefastet? Wäre doch viel besser. Sie hatte einen Beauty-Salon besucht und sich schön und attraktiv gemacht für den König, damit, wenn sie kommt zu ihm 3 Tage nach Schönheit, wird ihm gefallen, dass eine Frau so gut aussieht. Trotzdem hat sie 3 Tage lang gefastet. Warum? Die Antwort ist, sie war eine kluge Frau. Sie wusste, dass die Lösung, die Wunder, kommt von Gott, nicht von dem König. Sie wusste, sie muss zwar zum König gehen, sie muss die Dinge auf einen natürlichen Weg machen, aber die Wunder kommt von Gott. So warum war sie dann überhaupt zum König gegangen? Sie könnte nur sitzen und beten. Die Antwort ist, sie wusste, alles muss in die Natur verkleidet werden. Ähnlich wie eine Handschuhe. Eine Handschuhe. Von außen sind nur die Handschuhe, aber drin sind die Finger. Sie wusste, dass die Finger sind von Gott. Die Lösung, die Wunder ist von Gott. Aber es muss verkleidet sein in die Handschuhe. Das ist die Weisheit von Esther. Und das ist auch die Anweisung für uns heute. Manchmal haben wir ein Problem, eine Herausforderung. Wir müssen wissen, dass die Lösung, die Wunder kommt von Gott. Mach nach einer Mitzwe, tu nach einer guten Tat, helf nach einem Mensch, dann wird Gott dir die Lösung bringen. Nichtsdestotrotz muss man in die Welt alles unternehmen, ob es medizinisch oder wirtschaftlich, damit das Gottes Segen in die Welt einkommen kann. Aber die Lösung kommt von Gott. Das ist die Weisheit von der Frau, von unserer Frauen, Esther. So danke an unsere Frauen in unserem Leben. Danke an die Frauen im jüdischen Volk. Danke an Esther. Und nun lass uns freuen in die Freude von Purim. Happy Purim und Shabbat Shalom.